meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Heute mit dem Spiel Borderlands VR. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Oh, es ist lange her, dass ich hier in diesen Ländern war. Ja, für die auf Twitch, die hier gerade nicht wissen, wovon ich rede. Auf YouTube habe ich hierzu schon viele Videos gemacht und es ist echt lang her, dass ich hier weitergemacht habe. Wirklich sehr lange, ich glaube über ein Jahr. Ich habe jetzt auch nicht vor, hier mehrere Stunden zu streamen. Für die auf YouTube. Ich mache jetzt ab sofort wieder Borderlands, aber ein bisschen anders als zuvor. Ich mache das nämlich jetzt ab sofort immer als Stream und auch nicht unbedingt jede Woche. Und auch das mit einem Upload ist ein bisschen jetzt geregelt dazu, dass wenn ich einen Stream mache, ich hoffe übrigens, man hört mich gut. Das weiß ich halt gar nicht. Ja. Also ich bei YouTube schmeiße ich einfach den ganzen Stream, abgesehen von Pausen, ungeschnitten rein. Also sollte ich zum Beispiel mal eine Toilettenpause haben oder sonstig irgendwie eine Pause, dann schneide ich das für YouTube raus. Das ist jetzt erstmal nur der Infoteil. Oh, hi, Sunny. Die Streams werde ich versuchen, erstmal maximal auf eine Stunde, vielleicht anderthalb zu halten. Allein auch aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe so lange kein VR mehr gespielt und das wird so hart auf meine Gesundheit gehen. Ne? Also, da habe ich dann jetzt alle Infos rausgehauen. Kann ich mich direkt an einer Mission versuchen. Die nicht, weil die habe ich damals schon verkackt. Habe ich nie auf YouTube gezeigt. Aber die habe ich so hart verkackt. Was für Missionen habe ich denn gerade überhaupt? Ach, falsche Taste. Ich muss erstmal in die Steuerung wieder reinkommen. Die Taste war's. Okay. Finde den Flammenmeister Clayton. Beschaffe die Abhöraufnahmen von Lilith. Welche davon ist denn eine Story-Mission? Ich würde gerne mit der Story vorankommen. Level 30, das ist definitiv nicht die Story. Rette Roland. Weder Regen noch Hagel. Das ist das, was ich tausendmal verkackt habe und definitiv nicht wieder versuche. Suche Bullimonghaufen. Ja komm, ich will mich doch gerne durch Scheißhaufen. Das ist mein Lebensinhalt. Wo sind jetzt die Scheißhaufen, die ich durchsuchen muss? Abgesehen, die Sunny jeden Morgen bei mir hinterlässt. Wow, ich hab mich in mich selbst reingebackt. Wie steige ich aus? So, jetzt kann ich nochmal gucken. Karte. Da hinten. Okay. Ach, Sunny, erinnerst du dich, als wir Borderlands noch zusammengespielt haben? Das Schöne ist, ich ziele mit meinem Kopf, ne? Ui, ui! Anfangs habe ich mich ja gar nicht getraut, in die Autos einzusteigen. Mittlerweile mache ich es nur noch. Okay, ich bin im Zielgebiet. So, Sunny, wo hast du dein Häufchen gelassen? Wo ist das Häufchen? Ist da das Häufchen? Ich weiß nur, wie meine Fähigkeiten gehen, keine Sorge. Ja, da ist doch dein Häufchen. Hab's durchsucht. Wer will da die ganze Zeit was von mir? Ach so, da! Nein! Wo seid ihr? Wo versteckst du dich da oben? Dich kriege ich, komm her! Hallo? Ich schaff den Schuss! Nein, das kriege ich nicht hin, da breche ich mir nur den Hals. Oh, Telefon. Bitte geht nicht kaputt. Nein! So. Ah, okay, das Gebiet ist egal.
muss nur die Häufchen an sich finden. So, da unten sehe ich noch eins von deinen Haufen. Ich kann schweben. Ja, ich weiß, wusste man noch nicht. Oh, lecker. So. Da läuft eins von den Biestern, das lassen wir mal in Ruhe. Und ein Schild. Bullimongs benutzen diese Haufen, um ihren Unrat loszuwerden. Das schlägt eine primatenartige Intelligenz nahe. Das ist es. Warum ist meine Muni immer so schnell leer? Und warum krabbelst du so über den Boden? Das mit meinem Verleger. Jag du in der Zwischenzeit ein paar Prima-Biester mit Granaten hoch, ja? Mal sehen, wie das mache ich immer gern. Funktioniert. Sagt mir übrigens, wenn entweder ich oder der Sound zu leise ist. Ich versuche dann lauter zu reden oder kann den Sound ein bisschen lauter stellen. Also sowohl auf YouTube als auch auf Twitch bitte sagen. Erledige ein Prima Biest. Ich lese das übrigens ein bisschen mit schlechterer Grafik als ihr, weil ich hab das ja direkt vorm Gesicht. Okay, ich muss irgendein Prima Vieh mit einer Granate umbringen. Wie viel habe ich denn? 2. Passt. Es kann nur funktionieren. So ein Prima Biest. Erstmal nachladen. Prima Biest. Friss! Mission erfüllt! Hast Prima Biest. Wie unkultiviert. Jetzt kann ich ausrasten. Jetzt darf ich eskalieren. Wie das so schön, dass ich mit meinem Kopf ziele. Aber ich steige lieber aus dem Ding aus. Schieß Fatzi-Viecher-Projektile ab. Okay, wie mache ich das? Erstmal rauszoomen. So mache ich das. Ach so, ich muss von denen... Oh, dann muss ich eben kurz auf Schrotflinte wechseln. Ich muss die Sachen, die sie werfen, abschießen. Nein! Okay, 2 habe ich. Aua. Ich will sie leben lassen, weil ich brauche die Geschosse. Boah, einen bringe ich jetzt um. Ja! Verdammte Axt! Fotzi-Viecher ist eine geschützte Marke. Drauf geschissen. Ich warte, bis ich sie abschieße. Am Ende habe ich noch eine Mission mit denen. Mich doch der Teufel, weißt du was? Ständerforts! Genau, wir nennen sie Ständerforts. Leg ein paar von ihnen um oder mach, was du willst. Mir ist es egal. Töte weiter. Ach so, der will die Viecher benennen. Ruhe. Das war's mit dir. Jetzt muss ich noch mehr von denen finden. Mein Verleger sagt, ich kann sie nicht schneller verzeihen. Okay, ich kann sie zumindest erschlagen. Okay, das war ein zu großes Geschoss. Von einer anderen Waffe. Habe ich getroffen? Ich habe einen getroffen. So, Sir Hammerlock, hier bist du irgendwo, ne? Oh, ich sehe was. Da muss ich ran. Ich muss einfach. Ich kann nicht widerstehen. Ja. Komm, gib mir das große Geld. Oh, großes Geld. Du bist mein Automat. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt noch? Ich habe genügend. Wir können ein paar Runden spielen.
Komm, komm, komm. Nix geworden. Okay, dann reden wir jetzt mit Sir Hammerlock. Gib mir die Belohnung. Was nehme ich denn? Aber mir fällt schon noch was Besseres ein, bevor mein Almanach erscheint. Ein Schild kann ich nicht gebrauchen. Ich kann die Knarre vergleichen. Ob das eine bessere Schrotflinte ist. Wo bist du denn? Boah, das hier ist gerade so verbuggt. Die Filled Coach Gun habe ich gerade bekommen, ne? Okay. Sie hat mehr Schaden. Ist ein bisschen ungenauer. Hat eine recht gute Feuerrate. Es lädt schneller, aber das Magazin ist sehr, sehr klein. Da bleibe ich doch lieber bei meiner Schaufel, die ich jetzt habe. Weil da... Ja, da hau ich rein. So, was ist denn unsere nächste Mission, die wir haben? Eine verdammt gelungene Rettung. Das ist wahrscheinlich auch die... Ja, da steht es auch, Story-Mission. Wo wäre das denn? Three Horns Divide. Oh, das erste Echo habe ich ja abgeschlossen. Komm, dann mache ich jetzt noch eine optionale. Ich habe noch diese Membrandinger, die will ich eben kurz verwerten. Wenn wir schon hier in der Stadt sind. Was nehme ich denn? Mehr Granaten hätte ich gern. Und am besten mehr Pistolenmunition. Weil meine Pistole macht ja diese explosiven Dinger. So, jetzt kann ich mehr Granaten mit mir haben. Wo ist denn das Three Horns Divide? Okay, Karte auf. Okay, eins ist direkt vor meiner Nase. Also hätte ich gerade eben eigentlich sogar nebenbei machen können. Hier irgendwo ist das Echo. Das hier? Hab's gefunden! Wo brennst denn schon wieder? Ich habe jemand verflüssigt. Wie bitte? Okay. Können wir auf der Karte sehen, wo das nächste ist? Ganz weit da hinten. Ich habe was von diesem Eridium-Zeug gefunden und eine von diesen. Da hole ich mir lieber einen Wagen. Ich habe ihn verfolgt und geschnappt und da hat er sich einfach. Komme ich wenigstens schneller voran. Wahnsinn! Keine Ahnung, ob das mit der Öffnung der Kammer zu tun hat oder weil ich eine Sirene bin oder beides. Aber dieses Iridium-Zeug ist der Hammer. Du siehst ziemlich blass aus. Ja, ich bin ein paar Mal umgekippt, aber das könnte eine Riesensache sein. Okay, aber warum schickt... Hi, die Töni! Willkommen zum neuen und verbesserten... So, Fahrzeug spawnen. Mit 47% mehr als 26% Todesfälle. Ins Fahrzeug rein. So, hier irgendwo ist das Echo. Sachen zum Verkaufen nehme ich mit. Ich treffe die gerade nicht. Einer weg. Ach so, das ist da unten. Okay. Einmal an die Klippe. Auf den Turm. Ist da irgendwas? Nope. Die Viecher nervt. Komm her. Okay, verreck am Schild. Auch gut. Ah, hier ist auch das Echo. Hat sie wohl im Schnee einfach ihrem Schicksal überlassen. Die Raiders könnten Hilfe gebrauchen. Du solltest sie finden. Noch ein Kammerjäger, was? Mal sehen, ob ich ihn ja, ein Inventar ist voll. Per Echo erreiche. Gut. Du kannst jetzt gehen. Was?
Ich bin doch gerade erst gekommen. Da ist noch eine Kiste. Ich bin im Stress, weil ich einen Einfrau-Krieg gegen die Tundra-Banditen führe, damit du Jack jagen kannst. Aber wenn dir nach Gesellschaft ist, lasse ich den Firehawk-Kram sein und lass die Bloodshots Sanctuary überrennen. Nein. Wunderschön. Nein, du hast natürlich recht. Sicher? Ich könnte uns Kakao machen. Wir könnten über... Ich sehe da hinten noch mehr von diesen Drecksviechern. Ich melde mich, wenn ich einen Kammerjäger gefunden habe. Tut mir leid. Das... Sorry. Ich meine, der Roland, der ist schon tot. Sich einfach desinteressiert geben. Das wirkt. Okay, die Mission habe ich abgeschlossen. Das ist ja eine Mission, die wir eigentlich im Sanctuary abgeben, wo wir eh nochmal hinkommen. Also kann ich ja jetzt eigentlich der Story-Mission folgen. So, wo muss ich denn dafür hin? Bloodshot Stronghold. Da hinten. Scheint keiner da zu sein. Das glaubst du nur du, Lilith. Guck dir das Ding nochmal an. Keine große Aktion. Ach, jetzt soll ich da hupen. Einen Moment, ich muss mir erst ein Auto holen. Aber hupen tue ich gerne. Catch a ride. Hol dir ein Gefährt. Ist einer da? Hallo. Öffne das Tor. Halt, ihr Idioten. Das ist keins von unseren Fahrzeugen. Die wollen die Geißel befreien. Tötet sie. Schade, sie haben es gemerkt. So kommst du nicht in den Damm rein, Keule. Bloodshots lassen dich nicht rein, wenn du... Ich komme und hole dich. Ich hau erstmal ab. Im Ernst. Weg mit dir. Oh oh, Granate. Apropos, die habe ich auch. Okay. Der wäre weg. Und wieder ein sauberer. Wieder einer weg. Schön, dass ihr so brav stehen bleibt. Waren das alle? Das waren alle. Boah, da bin ich mal wieder fast verreckt, ne? Aber wie komme ich da jetzt rein? Wahrscheinlich nicht, indem ich die Augen da abschieße. Dann muss ich wahrscheinlich um den Berg herum. Oh, ich hätte eine Idee, die würde so schief gehen. Aber sie wäre lustig. Nee, ich würde nicht genügend Armschwung kriegen. Ich hatte die Idee, einmal mit einem Auto Vollgas hier rüber und in der Hoffnung, da einfach durchzubrechen. Komme ich von hier irgendwie... Okay, ich kann hier von hier aus auf den Zaun. Das ist wahrscheinlich nicht so gewollt. Nee, ist es auch nicht. Das ist ein anderer Weg gewollt. Von hier aus komme ich nicht rein. Von hier aus auf diesen Vorsprung nach vorne komme ich auch nicht. Kann man sich da vielleicht durchschleichen? Nein. Und kaputt schießen kann ich ja da auch nicht. Da oben lang vielleicht? Hä? Aua. Eure Tötz interessiert mich nicht. Überwinde das Bloodshot-Tor. Ich muss mit Ellie reden. Die ist da in der Richtung.
hier ist unser nächster Anhaltspunkt. Okay. Endlich in the Dust angekommen, was? Oh, ich hab ein Upgrade. Was? Warte, dafür steige ich lieber aus. Badass-Token. Was nehme ich denn? Ein bisschen Feuerrate. Maximale Gesundheit klingt nicht schlecht. Und dass meine Waffen generell mehr Schaden machen. Hast du Angst, du wurdest gegrillt oder so? Aber das wurdest du nicht. Also, juhu. Also. Kannst du nicht ein bisschen mehr Begeisterung zeigen, dass ich lebe? Ich glaube, dass die Viecher ein bisschen stark hier sind. Aber ich bin auch nicht schwach. Wenn ich dies hier habe, sollte man mich nicht unterschätzen. Kommt noch ein Kopter. Ich treffe dich auch von hier. Sonst noch einer. Ich habe noch ein paar Raketen. Ehrlich gesagt habe ich die unendlich. Und hui. Ungefähr sowas hatte ich gerade eben vor. Ich werde dich killen, Sam. Hallo. Sorry, wie bitte? Du musst lauter sprechen. Doch, das ist ein Weg. Ein Weg, jemand umzubringen. Das war super. Und die Troller soll mir jetzt helfen. Oh, hi. Hab dich gar nicht gesehen. Ich bin fasziniert, wo sie wohnt. Ich bin Ellie. Hi, Ellie. Mein Scooter sagte schon, dass du kommst. Ich krieg hier nicht oft Besuch, schon gar nicht so hübschen. Oh, das ist aber lieb. Du willst dein Kumpel Roland aus dem Damm retten, was? Du wirst die Blattschatz garantiert täuschen, wenn du mit so einem Spezialtrag von denen aufkreuzt. Ich hab da drüben einen, den ich mitsamt Fahrer verschrottet hab. Okay. Ein Fehler. Naja, ich habe ein ganz normales Gefährt in der Werkstatt und die meisten Teile, die wir brauchen. Das müssen wir nur mit ein bisschen Banditendeko aufmotzen. Zartenblut, Schädel und so. Logins. Du könntest dir so ein Zeug wahrscheinlich von den Banditenpatrouillen hier besorgen. Okay. Ich muss Fahrzeugteile einsammeln. Aber erst will ich mit ihm hier noch reden. Bitte. Hallo? Überflugserlaubnis. Annehmen? Ich bin in Gefahr, Mann. Meine Kumpel haben mich aus ihrem Coptertrupp geschmissen. Und jetzt feiern sie mit einer Runde Psychokopfvolleyball. Klau ihnen die Bälle und verbrenn ihr Netz. Red ruhig weiter. Ah. Finde das Copterlager. Da finde ich auch bestimmt diese Fahrzeugteile. Ich habe eigentlich keinen Bock, das Ding umzudrehen. Ich weiß nicht, wie man rückwärts fährt. Kann ich ein neues Fahrzeug haben, bitte? Okay, jetzt habe ich zumindest diesen Schnellreisepunkt. Und da vorne ist noch ein Computer. Zum Fahrzeug. Super. Da liegt, glaube ich, noch was für mich. Und dir den Banditen. Ein verlorenes Echo. Kommst du klar mit meiner Schwester? Oh ja, eine Rampe! Da muss ich drüber! Ui! Oh, Unfall! Dann bring dich an den Automaten und fackel dich ab. Aber cool, cool, dass du. Wir folgen einfach mal hier. Wo ist das denn? Oh, ist gar nicht so weit. Den muss ich schrotten. Ich hab meine Metro-Ride-Station wieder zum Laufen
Komm her! Komm! Hab's kaputt gemacht oder flog was in meine Richtung? Ih, was bist du denn für ein ekelhaftes Ding? Da ist noch ein Fahrer. Schnell wieder ins Auto. Erstmal die Spinnen weg. Du entkommst mir nicht. Wo ist mein Fahrzeugteil? Hallo? Bring noch ein paar, dann sind wir fertig. Kein Fahrzeugteil für mich. Das Lager ist direkt vor mir. Ich soll da reinspringen? Erstmal muss ich den ganzen Berg hier hoch. Ach, damit bin ich doch gar kein Bergsteiger. Ich soll von hier aus da rein. Ihr habt doch eine absolute Meise. Okay, da muss ich hin. Du bist im Camp? Du bist wirklich ein Cowboy. Ja, mehr oder weniger bin ich im Camp. Tschüss. Jetzt muss ich hier alles zerstören, okay. Ich kann nur mal ein bisschen auf dem Dach rum, ne? So, wer will ein Stück von mir? Der kriegt ein Stück von mir. Also mit meiner Knarre, falls das einer nicht verstanden hat. Aufs Dach. Da will ich hoch. Dann will ich da einen Volleyball. Dafür bin ich den ganzen Weg gekommen. Für einen Volleyball. Bin runtergefallen. Das Gute ist ja, dass ich die Kopter schon zerstört habe. Da sind ein paar Schränke zum Ausrauben. So. In der Richtung ist noch was. Ich muss einen Copterpiloten abschießen und Benzinkanister finden. Das lässt sich doch einschieben. Aber erst will ich wissen, was der da hinten getroppt hat, was so schön leuchtet. Achso, ein Benzinkanister. Du hast keine Zeit nachzudenken. Wenn du nachdenkst, bist du tot. Hi. Nee, du stehst nicht auf. Da ist eine Kiste für mich. Oh, hi. Irgendwelche letzten Worte. Habe ich eigentlich ein Level Up? Nein. Irgendwas quietscht hier. Oh, hi. Ja, ein Geschenk für euch. Oh, die Axt hat gesessen. Daneben! Hi! Da fliegen wieder die Kopter. Ich müsste mal eben kurz ins Inventar und die Billigsachen wegwerfen. So kann ich auch sehen, was ich wegwerf.
Was von euch bringt denn überhaupt kein Geld? Du bringst kein Geld. Du bist scheiße. Dich brauche ich nicht. Dich auch nicht. Weg damit. So. Das kann alles weg. Dann kann ich mir hier alles gönnen. Mit dem Kopter muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Warum habe ich die Kackwaffe ausgerüstet? Fries! Kann ich die eigentlich auch festsetzen? Nope! Das kann ich knicken. Okay, ein bisschen Schaden habe ich gemacht. Ach du Kacke, da kommen Raketen. Okay, den habe ich gut geschadet. Kannst du mal kaputt gehen? Okay, einer ist weg. Jetzt den anderen. Habe ich ihn kaputt? Ja! Mission erledigt. Naja, noch nicht ganz. So, den zweiten Volleyball. Das wird dir gefallen. Hi! Da steckt was in deinem Kopf. So. Nein. Die will ich. Meisterschütze. Hals umgedreht. Naja, nicht ganz, aber... Er ist tot. Oh, ein Mini-Klo. Ein Moment, ich muss mal kurz. Ah. So, ich bin fertig. Ja, ich weiß, Fäkalhumor ist nie solcher Humor. Oh, hi. Wow. Bye. So, wo sind die nächsten Dinger? In der Richtung. Ich bin schon mal auf den richtigen Weg. Ich habe einen weggesprengt. Tschüss. Muss nachladen. Zack. Merkwürdig befriedigend. Der ist weg. Keine Munition. Danke, dass du jetzt in einem Feld stehst, wo ich dich treffen kann. Oh. Ich habe keine Muni für die Sniper mehr. Kommst du mal runter? Komm ja nicht wieder. Stirb. Danke. Bisschen Scharfschützenmunition. Da könnte ein bisschen Muni für mich drin sein. Okay, darüber müssen wir. Nochmal nachladen. Am besten direkt mit jeder Waffe.
Okay. Granate, go! Ist mir doch egal, ob du nicht explodieren willst. Den zuerst. Du bist ein bisschen daneben geflogen. Trotzdem Volltreffer. Zack. Das Problem wäre damit auch erledigt. Das war nicht so schwierig. Ich höre schon wieder die Scheißdinger. Erstmal verprügeln. Oh, jetzt hätte ich gerne meinen Raketenwerfer. Bitte, hab doch Munition. Ich habe Munition für den Raketenwerfer. Okay, jetzt können wir anständig in den Kampf ziehen. Ist hier noch einer? Nein, es sind nur die Fliegeriche. Okay. Okay, da ist er. Verdammt, daneben. Getroffen. Erstmal den einen. Nein, wieder daneben. Ich muss, glaube ich, auf eine höhere Position. Du kannst nicht mehr entkommen. Jawohl. 7 Raketen habe ich noch. Der ist eh Fratze. Okay, nur noch einer. Och, jetzt sind die anderen wieder da. Also ein paar habe ich auf jeden Fall reingesendet. Komm, zeig dich. Da ist er. Zack. Der muss unbedingt weg. Erwischt. Oh. 5 Raketen habe ich noch. Oh Mann, ey. Ich liebe den Raketenwerfer, aber es ist schrecklich, dass man so wenig Muni für den findet. Hä? Wer meckert da? Hast du was gesagt? Hast du was gesagt? Ich habe nichts gehört. Weg damit. Okay, hier drin müsste das nächste Objekt sein. Natürlich klebt das da oben dran. Du hast das alles. Dreh jetzt nicht durch. Der klingt ein bisschen so, als hätte er eine richtig gute Zeit im Gegensatz zu mir. Da waren, glaube ich, wieder ein paar Raketen drin. Einfach alles mitnehmen. Da unten ist mein letzter. Oh nö, das ist schon wieder eins von diesen Horrorviechern. Keine Bewegung. Nope. Vor allem den hast du gegen die Decke geworfen. Bam.
Nein! Nein, 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 nein! Tschüss! Ja, mach das! Ich nehme so lange euren Volleyball. Großartig! Jetzt tränke ihr Volleyballnetz mit Treibstoff und kauft ihr die Vasalle! Ich soll die mit was füllen? Mit Benzin überschütten? Und wo genau soll ich das machen? Noch hier in der Nähe? Nein, ein bisschen weiter weg. Ich will doch nur hochklettern. Daneben nicht. Dann laufe ich halt den Weg. Oh, das hätte ich da oben machen müssen. Heißt wohl noch mal unter die Bergsteiger. Oder ich nehme ein Auto und rase einfach einmal drüber. Piu. Zack. Bam. Bam. Jetzt darf ich den ganzen Weg hochlaufen. Das ist ja ein Tastensimulator. Ich krieg den nirgendwo anders zu sehen. Okay, hier müsste ich richtig sein. Hier. Sie haben mich rausgeschmissen, weil sie mich für einen Penner halten. Aber du wirst ihnen zeigen, dass ich gefährlich bin. Jetzt muss ich das mit einer Feuerwaffe anzünden. Dürfte sie aufgescheucht haben. Jetzt ist Schluss mit eurem lahmarschigen Zeitlupen-Volleyball, ihr Arschgesichter. Ich muss Samenstreuer mit Okay. Die mich rausgeschmissen haben. Er hat wieder irgendwas verändert in meiner Ausrüstung. Das sind nicht die Granaten, die ich sonst benutze. Das sind die Granaten, die ich sonst benutze. Die Stromschlaggranaten. Oder hatte ich noch andere? Nee, das sind meine Granaten. Ein Mann ohne Hemd. Nehmt das! So, da versteckt sich noch einer. Da gehe ich ein bisschen näher ran. So, jetzt kann ich ihn abschießen. Interessante Reaktion. Komm zurück! Abgeschlossen. So, das ist ja der Typ, den wir gerade eben bei der Frau getroffen haben. Das heißt, Mission wird abgeschlossen, wenn wir auch dahin gehen. Da können wir uns jetzt wieder den wichtigen Dingen widmen. Und diese Kopter bekämpfe ich echt ungern. Außer ich habe einen Wagen. Wenn man schon von redet, ne? So. Dann kommt mit eurem Wagen. Ich nehm's mit euch auf. Ich muss ein paar von denen finden. Da ist einer. Den holen wir uns.
ist mein Fahrzeugteil. Weiter so. Noch ein paar verkohlte Banditen mehr und du hast ein Gefährt, mit dem du die Blattschatz reinlegst. Zwei Teile brauch ich noch. Komischerweise machen sie mir kaum Schaden. Ja, jetzt sind wir wieder feige, ne? Zack! So schnell geht das! Ein Auto brauche ich noch. Da hinten fährt eins. Alles weg, was die Banditen austeilen, aber ich will nicht, dass er länger gefoltert wird als unbedingt nötig. Wie lange ist denn nötig? Die kann ich abfangen. Die müssen doch hier lang fahren, oder nicht? Hallo? Ist hier wer? Hallo? Hier fährt keiner. Da! Du entkommst mir nicht! Hau ab! Nein, er ist mir entkommen! Der ist einfach die Klippe runtergesprungen. Okay. Okay. Ich habe verstanden. Egal wie ich sterben, Hauptsache nicht durch meine Hand. Ich wollte eigentlich respawnen. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ich glaube nicht, dass wir heute noch in dieses Bloodshot-Ding kommen, aber ich würde gerne das mit dem Fahrzeugteil noch machen. Erstmal ein bisschen weiter weg. Sag mal, bin ich geistig behindert? Dann mache ich das eben so. Hi. Danke. So, wo seid ihr? Ich brauche noch ein weiteres Fahrzeugteil. Ich krieg langsam einen steifen Nacken. Irgendwo hier müssen doch welche von denen sein. Ich glaube, mein Fahrzeug ist leer. Zumindest wollte ich gerade nicht weiterfahren. Du bist ganz sicher nicht friedlich. Sehen die Dinger als Gefährt? Ich versuche mal den, der das Ding überhaupt erst fliegt, abzuschießen. Ich glaube, ich hatte den Schützen. Den Typen, der es steuert. Bitte krach nicht mit mir ab. Und? Wahrscheinlich zählen die Kopper aber nicht. Nee, tun sie auch nicht. Der hat nichts fallen lassen.
Aber schön, dass man sie unschädlich machen kann. Ich finde kein weiteres Fahrzeug. Das fünfte hat sich einfach in die Schlucht gestürzt. Vielleicht habe ich ja Glück und hier hinten kommt noch mal eins. Hallo? Ist hier einer? Einer, der mich nicht auf ersten Blick erschießen will? Ja, ich weiß, das ist zu viel verlangt. Ein Wagen! Und ein scheiß Koffer. Verreck! Zack! Ich wurde überfahren! Gebühr 6. Wie viel? Ah, 500. Ich habe erst 6000 gelesen. Oh, ich habe besseres Token. Gern ein bisschen mehr Granatenschaden. Ja, Nachladegeschwindigkeit. Und Schaden. Jetzt muss ich den Wagen erstmal wieder finden. Haben uns beträchtliche Profite eingetragen. Der war da hinten. Ich brauche halt die Fahrzeugteile. Ihr könnt ruhig sterben. Danke! Hast du die Teile? Oh. Super! Bring sie her, dann machen wir die Start klar! Oh, noch so einer? Okay, einen Moment. Das beenden wir mal schnell. Das habe ich nicht damit gemeint. Habe ich schon wieder 400 abgeben müssen. Die wollen mich halt nur einmal überfahren. Komm noch her, wenn du dich traust. Wo kommen die alle nur her? Weißt du, erst 30 Jahre, keinen einzigen von denen finden. Oh, und jetzt kommt auch noch ein Kopper. Du willst mich veralbern. Ich habe keine Muni mehr für das dumme Ding. Und ich glaube, ich... Nee, habe ich nicht. Okay, das ist dumm. Ich muss mit dem Teil vorlieb nehmen. Komm, meine Verlangsamung, ich brauche sie. Okay, jetzt. Tschüss. Mein Gott. Jetzt erstmal den ganzen Weg laufen.
Puh. Das war ein Kampf. Ich höre dich doch. Ja, auf jeden Fall in die Schützen runtergeschossen. Das Ding ist zu schnell. Okay. Tschüss. Und da kommen wieder meine kleinen Freunde. Du, stopp. Mann. Ach, komm her, ich box dich einfach. Oh. Kann ich das Ding eigentlich auch betätigen? Lustig. Wenn ich hier Sachen verkaufen könnte, das wäre noch schöner. Ich habe deine Karte fertig. Ein paar Modifikationen noch, dann bist du startklar. Okay, mit dem Ding muss ich beim nächsten Mal dann weiterfahren. Da oben sind tatsächlich ein paar Automaten. Okay. Und man kann jetzt Raketen kaufen. Oh. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. War mir wieder ein Vergnügen. Das Spiel mag mich. Endlich kann ich Raketen kaufen. So. Jetzt erstmal die ganzen nutzlosen Schrott. Verkaufen. Auch die hier. Ich habe noch einen zweiten Raketenwerfer gefunden, aber der ist halt deutlich schwächer als mein jetziger. Bis bald, mein Freund. Und da ich ja jetzt Raketen kaufen kann, in mein Inventar. Lass ich dich töten. Oh. Endlich mag mich das Spiel. So, wo ist der eine Typ? Wie hieß der? Loggins, Liggins, irgendwas in der Art. Da oben. Ja, ich muss einmal hoch. Beenden, kassieren. In mein Geschwader. Das ist mein Bäcker, den ich mir gestellt habe. Ich nehme den, weil ich den besser verkaufen kann. Und wie geil ist das denn? Endlich kann ich Raketen kaufen. Aber ich würde sagen, hier beende ich das jetzt für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Video auf Twitch, ihr könnt ja ein Follow da lassen. Video auf YouTube, ein Abo. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!